Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terraria. Ja, wir machen wieder eine neue Aufnahme und ja, geht gleich mal los hier wieder. Jo. Jo. Ei, ei, Alter, mein Pilz. Gesetzgebende Gewalt. GR. Geh kacken. GK. Kennt ihr irgendwelche lustige Abkürzungen für irgendwelche Akta. Fächer? Akta. Alter, darüber haben wir schon Da habe ich schon in Minecraft eine Viertelstunde lang drüber geredet. Echt? Halbe. Fast eine halbe Ja, Stunde. Alter, zum Glück kommt das nicht in Deutschland oder wurde vorerst nicht unterschrieben, Ja, ey. Ja, das vorerst ist. nicht, das heißt aber nicht, das wurde nur auf Eis gelegt, das heißt nicht, dass die Ja, es nicht ich doch weiß, ich unterschreiben. habe gesagt vorerst. Jo. Ich habe irgendwie 100 Videos dazu angeguckt oder so, ey. Weil die das unterschrieben haben. Weil das ist genauso scheiße. Jo. Ich sterb gerade. Pech. Hilfe! Oh, ich hätte sogar eine Bohrmaschine. Ich Hilfe! auch. Vielleicht finden wir eine oder können uns dann später eine Ich bauen. vermisse die Bohrmaschine. Liebst du die? Ich geh mal hier Ah, vorher ich will mal. jetzt noch letztes Mal hier rot und blau. Siehst Ah du da ja, unten ne? die zwei Fackeln? Ey, du Klauschwein! Die wollte klauen. Mach sie kaputt. Geh mal arbeiten. Ey, komm mal mit der kleinen Hund in der Höhle. Ich lauf schon. Welches Team? Lass mal gelb gehen. Oh nein, die ist abgekackt. In Skype. Aus irgendeinem Grund, sie gerade wird abgekackt. Aus irgendeinem empfindlichen Die Grund. klingt heute aber nicht motiviert. Nö, naja. Ich bin in der Schneewelt. Der Schneewelt. Kommst du da hin? Warte ganz kurz. Ich tue gerade nur noch ein paar Sachen in die Kiste rein tun, damit ich nicht so Ja. viel mit mir rumsteppe. Oh, ich habe Eisen. Vier Eisen. Stimmt, habe ich halt jetzt mal gesammelt. Aber oh, schade, dass ich den engen komischen Renndings nicht drin habe. Das ist so ein Tool, der rennt total schnell nach einer Zeit. Also so ein Ingame-Tool. Da kriegst du so einen Ring drum, da kannst du dann rennen. Was sagst du, Hank? Welche Nein, das Gruppe ist nehmen wir dieses Mal? gelb. Wir sind kackgelb. Schön im Kackgelb. Oh Scheiße, man hört gerade wieder, wenn ich laut so ins Mikrofon puste. Ja. Ja. Blauer Schleim. Kill ich gerade. Noch ein blauer Schleim. Okay. Ja, wer es vielleicht gehört hat, ich bin heute ein neues Headset. Ich bin heute ein neues Headset. Ja, Ja. und wie es gemerkt hat, geht es ihm heute nicht gut. Also Mir macht euch geht's keine gut. Sorgen. Mir geht's gut. Meine Stimme ist halt noch nicht so. Mir geht's nicht gut. Ach, dir geht's nicht gut. Ja, mir geht's immer gut. Ach so. Also. Aber Natalie geht's nicht gut. Ja, Natalie ist demotiviert. Naja, Nee. es Ich passiert. glaube, ich krieg Fieber. Naja, passiert. Wie gesagt, dann gehen wir zum Onkel Doktor. Hallo, Puft. Hallo, ich bin rot. Im Rotlichtbezirk hier. Ich arbeite in die Warum wir Ohren. haben so ein scheiß Abschlussklassenmotto? Welches habt ihr denn? Was? Aus dem Rotstiftmilieu. Ach du Scheiße. So behindert. Na deswegen so demotiviert. Nee. Wie gesagt, ich glaube, ich krieg Fieber. Aha. Ich nicht. Ja, wollen wir uns irgendwo runterbauen, Buff? Hier können wir uns ja runterbauen. Da brauchen wir uns gar nicht runter. Meine Da Kiste! unten! Ja, die Hetzjagd beginnt. Ja. Oh, Bumerang. Hast du Kinder, du gefunden? kannst den Rest und die Kiste mitnehmen. Ey, da war eine Kiste. Guck mal. Ah, cool. Kommt immer wieder zurück. So gut. Heute ist Eisen. Willst du das Eisen haben? Nein. Was Ich dann muss nicht? gerade um mein Leben kämpfen. Hihi, Achtung, da unten sind irgendwelche fliegende Viecher. Oh, Alter, das sind Geier oder so. Ja, ich frage mich gerade, wie die da runterkommen. Hilfe. Ja, warte, ich komme. Es schneit, es schneit. Ich halte, dass es keine Teleportbefehle gibt. Oh, scheiße, wieder. Ja, scheiße, dass es keine Teleportbefehle gibt. Aber echt hier. Also, Ja, TP Dark Moon und so. ich hab mein altes Headset gehasst, aber ich muss so leise manchmal beim Let's Play. Jetzt bin ich so laut.
Ich bin heute irgendwie viel zu leise. Hä? Ja, du bist auch demotiviert. Nee, ich bin nicht demotiviert. Was hat Kranksein mit demotiviert zu tun? Vieles. Ja. Ja, genau. Ja. Zum Beispiel, du hast keinen Bock. Du willst einfach nur ins Bett. Du willst einfach nur irgendwas machen. Nee, ich hab schon Lust, aber... Hört man auch so, yeah! Reden. Und aber die Begeisterung ist nicht da, Kopf ey. Tut weh. Musst du sagen, ja, endlich Let's Play. Ich bin der Deutsche. Sag ganz bestimmt nicht hier. Vorsicht, guck mal die Dinger da. Oh ja. Gott, ein Auge! Es kommt! Es kommt, wohin kommt? Ja, das Auge! Also. Und warum hast du nicht die Truhe mitgenommen? Erstmal wieder einen Fisch essen. Warte, ich nehme die Truhe mit. Yum. Ich mag Fische. Ja, die machen ganz toll, aber. Gut. Hilfe. Wo wollen wir uns runterbauen? Ja, da kommt ein Zombie. Hier. Los. Okay, ich halt Fackel. Genau. Nathalie, mein Labor. Nein, Spaß. Du bist heute Ausnahme. Du, weil es dir schlecht geht. Ja. Weil du dir, ne? Ja, vor allem, weil du dir. Neu, was ist das? Achtung! Weiterhalten. Ich wollte mich auch hin. Au! Bin doch Silber! Neu! Warum ist sie abgereckt? Ach, da war ein Schleim, grüner. Hä? Ich sehe keinen. Da war Sand. Was kann man runterbauen? Hast du vielleicht ein Glühstäbchen? Was? Glühstäbchen? Nein. Egal. Ich brauch keinen. Kannst du auch runterbauen. Sand können wir eigentlich immer gebrauchen. Irgendwie verbringen wir mehr Terraria in Höhlen. Ja. Aber ist was im Vorteil bei Terraria sieht? Man sieht vollkommen um sich, was vorgeht. Da kann kein Creeper oder so oder irgendwas ähnliches zu dir kommen und dann boom. Ach so, Sand. Ja, dann ist so. Das Rote ist kacke langsam. Okay, los, runterbauen wieder. Jo, warte. Ich kann nicht mehr zu euch kommen, die ganzen Viecher töten mich. Oh, schade. Ja, wir bringen dir was mit. Genau. Warte mal, ich tue das Wasser gleich mich ablaufen lassen. Hallo! So. Toll, siehst jetzt Nachteile an Rot, man sieht nicht richtig, was es ist für Material. Toll. Das war ein Zombie. Voll motiviert so, voll. Warte mal. So. Wir versuchen das mal ein bisschen ablaufen zu lassen hier, das ganze. Ja, mach ich doch. Sie ist da hinten, da drüben die Höhle. Jo. Los, wir müssen aber jetzt immer mal ein bisschen auftauchen. Lassen ja, wir das müssen ganze... das Wasser ablaufen lassen. Warte, ich hab eine Idee. Was denn für eine Idee? Wir teilen das hier und jetzt können wir den Rest ablaufen lassen. Oh, fick dich doch! Scheiß Auge. Verstanden, Buff? Ja, und jetzt hast du wieder nachfüllen lassen. Toll. Gar nicht. Das ist ablaufen. Ich bin jetzt schon zweimal im eigenen Haus gestorben. Mann, was für ein Spaß. Wir brauchen neue Stäbchen. Sind da doch, glaube ich. So. Warum ist hier...
sehe ja nichts mehr. Toll, man sieht ja nichts, das ist scheiße. Ich baue mich gerade so ein bisschen nach oben hier. Pass auf, dass du nicht ersäufst. Komm, wir hauen hier ab, Alter. Warte mal. So. Ja, am besten wir arbeiten uns irgendwie an der Oberfläche da oben durch. Warte. Mach so Skal und baue mich einfach hoch. Komm mit. Nee, komm, wir bauen uns hier lang. Ich komme jetzt wieder hoch, warte. Okay, welches Thema können wir anschneiden, worüber wir reden können? Keine Ahnung. Ah, oh, jetzt weiß ich, warum das Wasser nie abgelaufen ist. Guck mal. Ach so. Es füllt sich. Keine Ahnung, such dir ein Thema aus. Genau. Kacken. Naja, wer ist mit, keine Ahnung. Nee, das. Und jetzt? Keine Ahnung, was wir anschneiden können, mal. Auf jeden Fall ein interessantes Thema. Wir können Brot anschneiden. Brot? Ja, ist ja, gut. Ja, Hunger hätte ich allemal, aber. Ja, nicht springen, Leute. Typi. Hey, wie springen? Keine Ahnung. Was machst du? Ja. Komm doch mal. Hier, mich muss irgendwo hier. Was ist? Hauptsache, wir kommen irgendwie hoch, ja. Ich hab eine Überraschung für euch. Für uns? Ein Keks. Was Schönes oder was Böses? Weiß ich nicht, wie ihr das findet. Scheiße. Sag's jetzt schon. Ja, wenn es deine Stimmung ist, dann. Alter, wie baust du die Dinger? Hauptsache, wir kommen hoch, oder? Ja. Achtung, da ist ein. Nee. Mach das so kaputt. Wie kommt das Auge? Hallo, Auge. Wie geht's? Hallo. Boah, jetzt reicht's mir. Bumerang. Bumerang. In Aktion. Ich geh, oh, hier ist ein Stern. Schön. Super. Hilfe. 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 Halt. Wo ist mein Bogen? Wo ist mein Bogen? Wo ist mein Bogen? Mach Bumerang. Warte mal, ich brauch schnell Feuerpfeile. Hilfe! Hilfe. Du Mädchen, hör doch auf rumzuschreien. Entschuldigung. Ey, das hat keinen Sinn mehr, du wirst so oder so sterben. Nee, du kannst wieder herkommen. Die Augen treffen mich nicht. Oder ich töte die und die Zombies werden vom Baum geblockt. Mhm. Mehr. Nein, jetzt nicht mehr. Da oben ist ein Stern. Natürlich. Ah. Oh, jetzt haben sie mich. Oh, jetzt haben sie mich. Jetzt haben sie mich hier. Jetzt geht's hier Rambo. Rambo. Ich renn einfach weg. Ich bin ja nicht doof. Ich nehm Auge mit nach Hause, oder? Mhm. Nathalie, ich glaube, du bist abgereckt. Ja. Glaub ich auch. Ich bin tot. Wenn das Auge mich jetzt noch einmal trifft, dann bin ich tot. Oder doch nicht, es sei denn, ich töte das Auge vorher. Was hast du gemacht? Überraschung. Hat die gemacht? Nee. Aber was können wir für ein Thema? Minecraft. Nein, Spaß. Nee. Passt nicht hier rein. Ey, das ist ein Stern. Wo ist Stern? Sag mit mir. Planeten. Was haltet ihr eigentlich vom Planeten? Also interessiert euch eigentlich überhaupt irgendwie die Planeten und so? Also Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Venus, Erde, Mars. Ja, Saturn interessiert mich schon, aber beschränken wir uns jetzt auf die Planeten oder geht es jetzt auch in zwischen Aliens und Raumschiffen und Untergang der Welt? Allgemein irgendwie Galaxie. Lass über Aliens reden. Also ich glaube ja an Aliens. Ich glaube ja, dass es irgendwo in der Galaxie andere Lebewesen gibt. Ja, irgendwo muss es ja geben, ne? Wir können nicht einigen sein hier im Kosmos. Vor allem, ich glaube nämlich, dass das Universum, also dass unser Universum nicht unendlich ist.
Es ist einfach nur zu groß, dass man es jemals ganz erforschen könnte, weil es ja schon Lichtjahre braucht, bis irgendwie zum Mond zu kommen oder so. Wir brauchen ja 15 Jahre, um zum Mond dann zu kommen, mal wieder. Ja, aber wenn jetzt angenommen, jetzt das begrenzt wäre, was würde dann kommen? Das ist ja das, Ein großes schwarzes Nichts. Ja, und das ist natürlich reingeht. Du wirst einfach eingesaugt, bist du weg. Es ist ganz schwer, sich sowas vorzustellen, weil man sich es einfach nicht vorstellen kann, weil man fest davon überzeugt ist, dass es unendlich ist und niemand wird es jemals zu Ende erforschen. Na, aber in